Wir sind jetzt hier in Calais, hinterm Sportplatz, direkt bei der Batterie Oldenburg. Hier sind jetzt die ersten Bunker. Hier war er. Sieht aber früher nicht so gut gewesen sein. Da hinter den Dünen ist übrigens der Strand. Da haben wir noch einen Tobruk. So, in dem Bunker hier sind ja noch die Steigbügel dran. Das sieht man auch selten. Und wie immer ist natürlich ein Gittertor. Und man sieht nur die Hälfte der Kämpfe hier eben haben. Diese Anlage. Also wir stehen jetzt hier vor der nächsten Kasematte. Auch wieder zugemauert. Hier sieht man, wie diese Bunker sich setzen, was das für Auswirkungen hat. Riesige Risse in den Wänden. So, hier die nächste Stellung mit Unterstand. Haben sich auch schon welche dran zu schaffen gemacht. Das geht mal durch. Im Moment scheint noch nicht drin. Also das ist jetzt der riesige Sanitätsbunker.
Ich kann es lesen. Eintritt. Irgendwas mit eng verboten. So. Und glücklicherweise haben sich hier jetzt schon welche dran was zu schaffen gemacht. Deswegen kommen wir hier auch hin. So, wir sind jetzt hier auf dem Dach der Kasematte. Ach Quatsch, beim Sanitätsbunker. Der Aufgang war doch etwas beschwerlicher. Ja. Dafür sehen wir jetzt hoffentlich das Dach der zweiten Kasematte, in der früher mal ein 28 cm Geschoss stand. Geschützt, so. Man sieht den aufgesetzten Beobachtungspunkt. Von hier aus sehen wir auch schön den Treppeneingang der Kasematte und einen dahinterliegenden Bunker. Wir gehen jetzt wieder aus der Kasematte raus. Ich hier diesen öffnen. So, wir steigen jetzt den nächsten Bunker, der noch eindeutig als Sanitätsbunker zu erkennen ist. Da links und rechts und oben drüber rote Kreuze sind da. Sind wir hier in dem Bunker drin? Das ist einfach. Ich muss die Kamera anschalten. Hier hin, oh Gott. Und hier in Hamburg. Ich würde sagen, wie lange waren die Fliesen dran, die draußen vor der Tür lagen.